Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Nebukadnezar. Ja, wir sind immer noch hier in unserem neuen Wohnbereich, Dorf, Dingens, da sind wir, das ist toll. Gut, ich bin ein bisschen durcheinander, was haben wir denn letztes gemacht? Ich mach mal dreifache Geschwindigkeit, weil komm, da muss was gehen. Ja, wir haben hier auf jeden Fall, okay, die haben genug, mal schauen, also Brot sollte ausreichend vorhanden sein, Milch auch, da haben wir wirklich diesmal geklotzt und nicht gekleckert, so soll es sein. Wasser reicht auch aus, gut, dann könnten wir da eigentlich, oh. Ja, es wird nicht wieder passieren, es tut mir leid. Dann könnten wir da eigentlich, glaube ich, dann bald mal auf die nächste Stufe. Aber ich glaube, wir sollten zuerst... die Bierbrauer haben wir ja da schon. Okay, also wir haben theoretisch schon zwei... Das ist gut. Zwei Bierbrauer, da bin ich sehr froh. Aber sollten wir nicht eher die jetzt noch ein bisschen entwickeln vorher? Nee, da brauchen wir ja zuerst Kupfer. Puh, ja, Kupfer. Wollen wir den Tempel gleich mal bauen vielleicht, obwohl, naja, das sind ja sowieso viel zu wenig Wohnungen. Ne, den Tempel bauen wir erst später, hätte ich gesagt. Ich habe genügend Geld, das ist schon mal gut. Es dauert am Anfang immer ein bisschen, dass ich mir Überblick verschaffe. Können wir denn schon Kupfer ein... Ne, wir können ja noch kein Kupfer einkaufen, das ist ein bisschen das Problem. Weil nur die Kupfer... Na gut, schenken wir mal ein bisschen Bier. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall Kupfer einkaufen und das müssen wir auch tun, weil da kommen wir ja sowieso nicht drum herum. Es ist immer doof, dass man wirklich Kupfer... Oh, ist schon voll, okay. Dass man wirklich Kupfer einkaufen muss, ja. Sondern könnten wir eigentlich... Ist zwar schade, hier ein bisschen das Grün so zu verschwenden, aber dann könnten wir... Jetzt muss ich mal kurz schauen, kann ich denn Schmuck verkaufen? Nee. Gut, die würden Schmuck kaufen. Dann könnten wir eigentlich bei denen Schmuck... verkaufen. Bekommen wir zumindest ein bisschen was wieder zurück. Weißt du was? Da machen wir hier mal kurz Schmuck rein und dann schauen wir mal, dass unsere Handwerkskraft, die wir haben, Handwerkskraft von erfahrenen Arbeitern, dass die hier mal auf jeden Fall aktiv werden und da ein bisschen Schmuck machen. So, zack, zack. Ja. Machen wir da. So. Müssten ja genügend... Oh, ich sehe gerade... Weil es... Oh Gott. Wir haben da viel zu wenig von denen. Okay. Dann muss ich die wohl doch noch ein bisschen entwickeln oder halt eine zweite... dazu bauen. Wenn ich da hinten jetzt die Straße wegreiße... Haben die dann noch genügend... 23... 22, ja gut, das sollte reichen. Dann machen wir das nämlich so, dass wir da die Straße wegreißen. Da hinten, so. Dann kommen da nämlich ein paar so Gebäude noch ran. 2, 3, 4, 5. So, den Mittelstreifen lassen wir. 1, 2, 3, 4. Weil dann sparen wir uns zumindest ein bisschen... sparen wir uns zumindest ein bisschen dieser teuren Sachen. So. 2, 3, gut, ich könnte es ja so auch machen. Geht wahrscheinlich schneller. So. Und dann... Ich finde das halt echt richtig dekadent, was die da verlangen. Verstehst du? Da so ein Teil. So. Und da auch so ein Teil. Dann kommt da auch so ein Teil hin. Also jetzt müssen wir die ganzen Grünflächen müssen wir wegreißen, weil die eher nur auf hochwertige Dinge stehen. Ja. Hallo, ich wollte euch das Ding kopieren. So, kopieren, danke. Ja, Brot können wir senden, ist kein Thema. Unsere Beziehungen wurden gestärkt. Das hört man gerne, ne? So. Gut. Und das Ding noch dazu. Zum Glück, also Geld haben wir mehr als genug. Also wir können wirklich, warum haben wir eigentlich so viel Geld? Also weil wir momentan, glaube ich, das Bier noch verkaufen, oder? Das wir eigentlich selber bräuchten. So, okay. Würde ich sagen, du verteilst jetzt hier, wo sind wir denn da? So, 3 und 4, perfekt, ja. Und du verteilst das Gleiche. So, sehr schön.
Dann sollten sich die Siedlungen eigentlich auch entwickeln. Ich hoffe, dass wir da genügend für Zeug für die haben. Gut. Dann werden wir hier mal ein bisschen Schmuck schenken und dann verkaufen wir. Weil wir haben jetzt schon 4000 rein Erlösung. Wir verkaufen noch hier. Komm, ich würde sagen, wir verkaufen ja 20 Schmuck oder so jedes Jahr. Oder jedes Monat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Also wir verkaufen. Moment. Wo verlassen uns Leute? Ach, da. Ja, komm, weil die Datteln, das kann schon sein, dass die ein bisschen länger brauchen. Jetzt sollte man eine zweite... Ja, wie fehlende Ressourcen? Ach Gott. Ach, stell dich doch nicht so doof an. Dann bring du eben nochmal so Zeug ran. So. Bringt die jetzt jemand ran? Jawohl, doch, oder? Ja. So. Gut, schauen wir mal. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr viel Geld habe? So, die entwickeln sich prächtig, hätte ich gesagt. Das passt gut so. Ich meine, die bräuchten dann noch Zierde. Gut, da kann ich eh die schönen... Da könnte ich eigentlich gleich die schönen Straßen reinbauen, ne? Das müsste eigentlich reichen. So, die haben hier die Dekorationspfade 1. Das müsste ja ausreichend sein, oder? Ja, ja, doch, sollte reichen. Gott sei Dank. Muss ich da nicht großartig umbauen. So. Gut. Also die könnten sich entwickeln, wenn ich denn genügend Bier hätte. Aber das Bier bin ich ja momentan... Wobei, ich werde jetzt den Bierverkauf mal stoppen. Wobei, habe ich schon Schreibtafeln? Ich habe noch keine Schreibtafeln, ne? Das fehlt da auch noch. So, okay, wir produzieren hier auf jeden Fall... Sehr viel von dem Zeug. Ist da irgendwo das Lager voll? 10 von 10? Ja doch, die sind relativ voll alle. Was jetzt grundsätzlich nicht verkehrt ist. Darum, ach so, Blödsinn, ich kann ja gar keine Tafeln machen, weil da brauche ich ja wieder bessere Arbeiter. Gut, aber die entwickeln sich hier jetzt eh ganz gut. Also Fisch... Sieht gut aus, Datteln sieht, naja, so halbwegs gut aus, aber das liegt daran, weil die einfach hier nicht nachkommen, oder? Gibt's das? Gut, aber ich glaube, das sollte sich dann einpendeln. 3 Lieferanten und 2 Verteiler müsste ja für den Haufen reichen, in Wirklichkeit. Weil wir haben genügend Datteln. Im schlimmsten Fall muss ich die dann umtauschen. Naja, schauen wir mal. Wird schon irgendwie gehen. So. Ach, ich verkaufe auch Datteln, sehe ich gerade. Okay, darum habe ich so viel Geld. Ach, stimmt, ich habe gesagt, ich mache das ja jetzt, bis ich jetzt einen 6-stelligen Betrag habe. Irgendwie so war das, ne? Gut, aber Bier sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir sogar noch ein paar Arbeiter erweitern, wenn es wäre. Die Frage ist nur, ob ich die jetzt ernähren kann, wenn ich da den nächsten Schritt gehe. Ich glaube, das spare ich mir momentan noch. Aber wenn ich da jetzt... Ich mache da mal ein Bierlager auf, ja. So, wo sind jetzt meine Bierkarawanen? Das müsste da einmal die Bierkarawane, aber die ist zum Verkauf. Da haben wir da noch eine Karawanzerei. Ja, das ist okay, das können wir schicken. Genau, machen wir da einmal Bier. So, und zwar gehst du von da nach da in das Lager. So, sehr schön. Da darf die Karawane natürlich ausladen. Okay, gut. Sieht momentan nicht so schlecht aus. Aber das heißt noch nicht, dass das Bier verteilt wird. Genau, das funktioniert ganz gut so eigentlich momentan. Was brauchen wir dann noch? Tafeln, ne? Ja, ich weiß nicht, soll ich die Tafeldinger da jetzt schon mal machen oder... Nee, ich habe immer noch... Ja, die sind immer noch hier ein bisschen... Aber was fehlt denn? Sind es wirklich die... Es sind die Datteln. Der kommt einfach nicht nach. Na gut, da muss ich wohl oder übel hier aktivieren und da einen Dattelverteiler machen. Einmal da runter und einmal da hoch. So, und dann da runter. So, und dann noch ein Dattelverteiler... Nee.
Schau mal, ob das einer schafft. Aber wahrscheinlich ja nicht. So, und dann machen wir da einen Dattelverteiler, der die... einen Transporteur, einen Dattel. Oder nee, wir machen das anderes. Hier, Fisch. Kopier die Route von da. So. Du eigentlich auch das gleiche. Hier, kopier die Route von da, weil ich möchte, dass die da ganz hinten sind. So. Gut, jetzt haben wir keine Datteln mehr. Liegt das daran, weil wir... Gut, wir haben zwar schon die zwei Dattelfarmen hier, vielleicht brauchen wir eine dritte Dattelfarm dann noch dazu. Gut, wäre eigentlich kein Problem, weil Platz haben wir ja noch genug. Oder ich sage einfach, ich verkaufe jetzt die Dattel mal wieder nicht mehr. Das ist natürlich schon auch, glaube ich, ein Problem. Ja gut, so viel verkaufen wir da gar nicht. 10 Stück. Fisch geht nicht mehr, oder was? Oh, schade. So, das verkaufen wir gar nicht. 20 Stück, das ist okay vorerst. Weizen nicht. Okay, da müssen wir vielleicht... Oh, ich sehe gerade, das sollte man vielleicht eher in die Richtung verkaufen. Also es ist Bier, ne? Ja gut, Bier werde ich sowieso eher dann... Machen wir mal auf 20 und 40. So. Schreibtafeln könnten auch teuer verkaufen. Und das Zeug muss ich importieren. Rituelle Dinger. Ja komm, hilft eh nichts. Müssen wir hier mal die Elfenbeinzeuge importieren. Machen wir... Ne, da ist Bier. Machen wir daher. So. Oh nein, ich habe keine Arbeiter. Boah, das gibt's doch nicht. Ist jetzt wirklich so arg, dass da... Ja, die sterben danach der Reihe. Also nicht sterben, sondern die ziehen danach der Reihe wieder aus, weil mir echt Datteln fehlen. Ja gut, dann... Von denen habe ich genügend Arbeiter. Dann machen wir eben wirklich noch eine dattelige Dattelfarm. So. Ist nur die Frage, ob sich das mit dem... Wasserverlauf ausgeht. Gut, ich kann eigentlich... Muss das eine ganze sein? Ich kann eigentlich auch so eine halbe... Na gut, wobei... Ja, komm, machen wir eine ganze. So, dann machen wir einmal... Wassergräben. Gut, wir könnten da oben noch Wasser abzapfen. Das ist die Frage, kopieren wir den Wassergraben darunter? Wird wahrscheinlich nicht schaden. So, okay, das geht sogar noch. Wunderbar. Dann einmal da und einmal da. Müsste passen, ne? So. Steinstraße nach oben und hier nochmal rüber. Ah, das sind wieder... verdammt, das sind wieder so blöde Flecken, sehe ich gerade. Dann müssen wir die wieder weglöschen. Ja, es ist doof. Muss ich natürlich immer ein bisschen drauf achten. Weil da sind diese Flecken, die ich nicht anbauen kann. Diese Staubflecken. Muss ich vielleicht doch nach unten fahren. Boah, das ist echt nervig. Gut, aber ganz ehrlich, es muss ja nicht immer voll sein. Ja, machen wir diesmal so. Ist ja okay. So, und jetzt schauen wir mal. Ich setze einfach jetzt mal hier Datteln. Ich mache die trotzdem mal voll so. So. Dann sehen wir eh, wo wir was erreichen können, wo nicht. So, machen wir hier den Graben darüber. Okay. Moment, da müssen wir aber da, dann reißen wir das Ding trotzdem weg und das Ding hier, wo ist das jetzt? Ja okay, ist eh doch da. So, können wir da noch einen anbauen? 18, ja. Aber noch einer, nee, zwei, das zahlt sich nicht aus. Okay. Also wir könnten sogar zwei wegreißen noch. Ist das jetzt eigentlich... Moment. So. Gut, aber passt, hätte ich gesagt. Ja, ist okay, so denke ich. Da hat sich der Weg geändert, das ist mir klar. Aber ich denke, ihr schafft das trotzdem noch, dass ihr da hinkommt, oder? Ihr seid doch intelligente Leute. Oh ja, so Elfenbeinschmuck habe ich noch nicht, sorry. Damit kann ich noch nicht dienen. Ui. Moment. Ich sehe gerade, wir haben leichten Wasser. Wieso drehen sich die nicht? Wieso drehen sich da manche nicht?
Ach, das sind die, die nach rechts zeigen. Also die, die hier in die Richtung zeigen, die drehen sich nicht. Okay. Alles gut. So. Nein, das geht nicht. Verdammt. Ah ja, dann eben hier nochmal ein bisschen kopieren. Und ein bisschen Wasser noch ran. So. Haben wir jetzt wieder genug? Jetzt müsste es wieder reichen. Ne? Sehr gut, okay. Das wäre nix, wenn da auf einmal das Wasser ausgehen würde. Ich finde es aber echt cool, dass wir richtig viel... dass wir richtig viel Rohstoffe haben. Dass das eigentlich alles ganz gut ausreicht diesmal. Da bin ich echt froh. So, vor allem, wir haben sehr viel Schmuck, den wir teilweise verkaufen. Aber den könnte ich natürlich... Was ist denn das? Ah, das ist... Das sieht ja aus wie Spaghetti. Oh nein, Spaghetti. So, gut, wir veräußern auch immer noch sehr viel Bier. Das ist aber okay. Wollt ihr mich verarschen? Sind ja jetzt immer noch zu wenig Datteln da. Gut, vielleicht muss ich doch irgendwie den Dattelverkauf etwas einstellen. Wie viel Datteln verkaufe ich denn? Na gut, das wären nicht so viel. Ganz ehrlich, es ist ja eh... Das ist ja eh voll. Ja, es muss schon passen. Wahrscheinlich ist nur der Weg zu lange. Gut, das könnten wir eigentlich ändern, indem wir den Weg einfach da... Währenddessen mal einfach hier... Nein, nicht den schönen Weg wegreißen. Ich möchte jetzt nicht so machen, weil dann verschwenden wir wieder wertvolle... Gut, wobei ich glaube, wir werden da keinen Bauernhof mehr machen. Hoffe ich zumindest. So, jetzt ist hier der Weg auf jeden Fall einfacher. Und sollte das auch schneller gehen, damit die schneller zu Zeug kommen. Gut, aber dann könnten wir eigentlich... Ja, jetzt haben wir genügend von denen. Ich weiß nicht, sollten wir jetzt schon auf Bier... Ich habe ein bisschen Angst, dass mir dann die Rohstoffe ausgehen, wenn ich jetzt schon hier das Volk etwas... Die sind alle voll? Weiß ich nicht. Was ist da? Milch. Zu wenig, oder wie? Du wirst mich doch verarschen. Nee, Milch haben wir mehr als genug hier. Vielleicht müssen wir nur eine zweite Karawane machen. Wobei, da haben wir doch auch schon zwei, oder? Ja, genau. Das passt. Ach, das passt schon so. Nur keine Sorge. So. Ja, dann, 310 haben wir da verfügbar. Wir bringen da schon Bier hin. Also wenn ich jetzt wirklich vielleicht einen Markt... Einen Markt, der jetzt hier Bier verteilt. Und zwar, jetzt schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Das müsste ja schon noch gehen, genau. Zack, 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 zack. Und zurück. Passt, okay. Ich glaube, da machen wir eine zweite Händlerin, die das gleiche macht, oder? Gut, wobei es ist eigentlich jetzt... Das war voll doof, dass ich das jetzt mache, weil ich brauche natürlich zuerst auch noch Schreibtafeln. Ach Gott. Ich bin manchmal schon ein bisschen doof. Weil es bringt nichts, dem Volke Bier zu geben, wenn er keine Schreibtafeln hat. Ja. So, dann machen wir da einmal den da rum. Und machen wir da oben drei so Schreibtafelhütten. Wo sind denn die hier? Tafelwerkstatt, wobei da können wir eigentlich auch mehr machen. Da machen wir mal drei. Sollte reichen, dann brauchen wir ein Lager. Das kommt... Wo kommt das hin? Ich würde sagen, ja komm, das packen wir da hin. Falls wir noch Lehmgruben brauchen, dann kommen die... Wow, das ist... Das Was für ein Potpourri an tollen Sachen. So... Es kommen bitte nur Schreibtafeln hier und alles andere schmeißen wir da jetzt wieder raus. Wahnsinn, da packen die auf einmal alles rein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Weißt du, da sind sie schnell, aber wehe... Oh, das können wir schicken. Aber wehe, du brauchst irgendwas anderes. Da ist auf einmal gleich die Kacke am Dampfen und voll Drama und alles. Weil, das geht nicht so schnell. Ja. So, gut. Einmal von da nach hier. So. Da werden Tafeln entladen. Da werden Tafeln beladen. Das passt sehr schön. Okay. Gut, dann hätten wir die Tafeln auch da. Wie war das nochmal? Priesterabtei, Verwaltung. Das Verwaltung. Okay. So. Keine Route bringt. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Lieferanten. Und du machst routentechnisch, gehst jetzt hier, 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 hier. Hier und gut ist.
So. Und ich glaube, dass ich da trotzdem einen zweiten brauche, der dasselbe macht. Und ich hoffe, dass die zwei Lieferanten das schnell genug rankarren können. Wahrscheinlich ja nicht, oder? Weil das jetzt zu weit hinten ist. Gut, wir könnten natürlich was anderes machen. Ich glaube, dass das echt zu wenig ist, oder? Na, schauen wir mal, aktivieren wir das Bier hier auch mal. Ich befürchte, dass die dann wirklich schreib waren. Ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. So, oh, Leute verlassen. Wo? Zeige mir wo. Da? Na toll. Ja, gut, weil es zu wenig Schreibwaren haben. Ah, ich hab's befürchtet. Okay, weißt du was? Komm, stopp den Bierverbrauch. Und stopp den Schreibwarenverbrauch auch. Ich glaube nämlich wirklich, wir müssen das so machen. Oder wir machen es jetzt so, dass wir hier einfach einen zweiten Lieferanten rankarren. Dann haben wir da drei Lieferanten. Das muss ja wohl reichen, ja, wenn die zu dritt sind. Man, natürlich wäre es besser, wenn der das Lager direkt nebenan wäre. Aber so muss das ja wohl reichen, oder? Das gibt's doch nicht, dass das auch zu wenig ist. Ich glaube, da brauchen wir auch noch einen. Weil alle, die da hinten sind, das ist dann einfach zu. Anfrage nicht erfüllt. Ja, das ist nicht. Es wird nie wieder passieren, es tut mir leid. Ja, weil ich glaube wirklich, die Tafeln, da können sie immer nur eine pro Lieferung tragen oder irgendwie so. Das ist voll komisch. So, und Schreibgedöns passt eigentlich so halbwegs. Bier, ja, ist fast zu wenig. Warum eigentlich? Achso, weil die da. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich jetzt aufhören, Bier zu verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich muss eh kein Bier mehr verkaufen. Keine königlichen Anforderungen. Wo verlassen die? Ja, ich weiß, dass die. Komm, wir verkaufen kein Bier mehr. Oder sagen wir so, wir verkaufen hier 10 Bier, damit wir zumindest ein bisschen Einnahmen haben. Ah, Bier, okay. Ja. Schreibwaren. Ja, es könnte besser sein. Wie sieht das jetzt hier aus? Gut, da haben wir auf jeden Fall jetzt Tafeln da, ein paar mehr. Aber ich befürchte, dass wir da auch tafeleimäßig, naja, gut, die. Komm, wir könnten da natürlich noch einen einstellen. Da auch noch. Und da auch noch, dass wir zumindest. Oh, ich sehe gerade, ja, arbeitermäßig ist das jetzt nicht ideal. Aber gut. So, die sind eigentlich ganz gut unterwegs. Sag ich mal. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir da das fixieren mit den Sachen da. Müsst ihr mir jetzt wirklich sagen, dass wir echt zu wenig Bier haben für unsere Meute? Ja, das ist ja ganz toll. Soll ich da jetzt noch ein drittes Pinöpel? Ich mache da jetzt noch ein drittes Pinöpel ran, weil ich glaube, nämlich da haben wir definitiv genug. So. Also. Behaupte ich jetzt mal, dass wir da definitiv genug haben. Wahrscheinlich dann eh doch wieder nicht, aber gut. So, dann bitte die Routen erweitern. Und zwar gehst du jetzt auch noch drei, ja, gehst du mal darauf und darüber. So. Toll. Das wollte ich so nicht. Vier. So, fünf. Und sechs. Perfekt. Gut. Und du machst dasselbe bitte. Selbiges machen wir auch für einen Dattelmann. Ja. So, drei, dann da einmal nach oben und einmal darüber. Sehr schön. So. Und ich glaube, dass wir beim Dattelmann-Verteiler auch noch eine Dame brauchen, die dasselbe macht. So. Gut, bin ich gespannt, ob das ausreicht, aber ich denke schon, dass das. Ja, komm, Brot können wir immer senden. Wir freuen uns über gute Handelsbeziehungen. So, jetzt haben wir da wieder mehr Mitarbeiter, jetzt können wir auch mehr Bier brauen. Weil ich glaube nämlich, Materialien haben die ja mehr als genug. So, Produzent.
Da kommt auch noch ein Produzent hin und dann kommt da auch noch ein Produzent hin. Gut, reicht noch. Jetzt hoffe ich nur, dass die genügend Materialien rangekarrt bekommen, aber es sieht echt sehr gut aus, meiner Meinung nach. Also von dem her müsste das eigentlich passen. So, wie sieht's da so aus? Bier, Alter, also Bier ist echt ein großes Problem. Das ist schon ein Problem. Das ist echt ein Problem. Wie soll ich das in den Griff bekommen? Ich kann doch nicht, ich habe doch eh so viel Bierbrauer. Ja gut, ich müsste dann, ich habe da, das Gute ist, ich habe da noch Reserven, platzmäßiger Natur, wo ich auf jeden Fall noch mehr Bier brauen kann. Nur die Frage ist, ob ich mit dem Wasser hier irgendwie klarkomme. Aber es steht außer Frage, dass ich auf jeden Fall noch eine Bierbrauerei brauche. So, also das steht außer Frage. Wie weit der hängt mit dem zusammen? Das bedeutet, ja, müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Achso, das ist jetzt blöd, weil ich da natürlich, da habe ich den ein bisschen falsch gesetzt. Aber habe ich da jetzt, Moment mal, genug, ich glaube, ich habe so viel, oder haben die, das Lager ist relativ voll, das ist leer, nee, also wir haben da keinen Überschuss, also ich muss auf jeden Fall trotzdem da noch eine Pflanzenfarm machen und eigentlich müsste ich die dann so raussetzen, aber ich befürchte, dass ich da dann echt mit dem Wasserkanal ein Problem bekomme, oder? Ja, noch geht's. Gut, zur Not, wie gesagt, ich kann hier auch noch sehr viel abzapfen. Also es ist jetzt nicht so, dass das leer ist und da oben habe ich zur Not dann auch noch Platz. Aber es wird schon wieder relativ schnell, relativ voll hier alles, ne? So, Gerste. Ich mache das jetzt einfach mal ran, so. So wie wir es immer machen. Da muss ich nur dann schauen, dass der Bewässerungsgraben halt dann entsprechend ausgebeutet wird. So, dann muss ich da... Ja, jetzt fehlt es da natürlich und da auch überall. Machen wir da noch so ein Rädchen. Die nicht animierten Rädchen, ja. So, aber mit zwei soll es eigentlich reichen, oder? Zack. Haben wir da so einen kleinen Kringel. Ja. Ah, reicht immer noch nicht. Verdammt. Straße haben wir auch noch keine, weiß ich. So. Aber da habe ich jetzt alles ausgeschöpft an Bewässerungsrausziehpotenzial, oder? Ja, doch. Da hinten, da haben wir... Oder haben wir da verbunden? Nee, haben wir nicht. Okay. Ich könnte natürlich von da auch rüberziehen. Irgendwie ist da schon auch ein bisschen Platz... Moment, erreichen die das überhaupt? Müsste ja schon gehen. Naja, die ist noch drin. Okay. Dann machen wir da auch noch zwei so Dinger hin. So, ich bin ja trotzdem ein bisschen geizig, was Bewässerung betrifft. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein, nicht ausschneiden, ich möchte nur kopieren. So, das ist zwar nicht ideal, aber sollte so passen. Gut, ja, jetzt ist alles voll, sehr schön. So, dann einmal noch hier wieder ein paar mehr, also den Transporteur tun wir weg und dann kommen da noch Pflanzentypen hin und dann ist das wieder optimal ausgenutzt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall da noch zwei Brauereien, die voll beschäftigt sein müssen. So. Nicht genügend Arbeiter. Oh nein. Gut, dann müssen wir die nochmal wegtun. Aber da ist sonst alles gut, oder? Ja, doch. Vielleicht sollten wir jetzt dann gleich mal Schmuck auch machen. So. Kommt da noch so ein Lager hin für Schmuck. Karawane darf ausleeren. So. Ach, wir haben da zwei Datteltypen. Moment, dann mache ich da lieber eine neue Karawanserei. Karawanserei. Das ist ja ein Wahnsinn. Die Karawanserei. So. Machen wir lieber eine zweite, weil es ist ja nicht so schlimm. Schmuck. Und zwar ziehst du den Schmuck da raus und legst dann da rein. Danke. So. Das wäre sehr gut, wenn du das schnell machen würdest. So, da einmal einladen. Dann haben wir zwar nicht so viel Verkauf, aber ganz ehrlich, ich finde, es sieht ganz gut finanziell aus, dass das vielleicht kein Drama ist diesmal.
So, biermäßig. Ja, wird schon besser, wird schon besser. So, wie sieht's? Schreibbahnmäßig, ja, halbwegs. Aber da brauchen wir wahrscheinlich eine zweite Verwaltung, oder? Es ist echt, ich verstehe das nicht, dass hier wirklich drei nicht ausreichend sind. Aber es liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil das so weit weg ist. So, aber die Bierbrauer müssten jetzt wirklich, also es müsste reichen und ich hoffe auch, dass... sowas habe ich nicht. Wo bekomme ich denn das wieder her? Das kenne ich ja noch gar nicht. Also das brauchen wir nicht. Brot sieht gut aus, Milch sieht gut aus, Tonwaren sieht gut aus. Das muss ich sagen, sieht ja diesmal echt gut aus, diese Siedlung, bis auf Bier und Schreibwaren. Meine Befürchtung ist, sobald die Bedürfnisse auch erfüllt sind, dass dann ja wieder ein bisschen eskaliert. So, die sind am Arbeiten. Aber die arbeiten zu langsam. Ihr seid zu langsam. Das geht so nicht. So, gut, wir hätten da jetzt Schmuck. Bedeutet, wir machen da eine Schmuckverteilerdame, die dann einmal hier diesen Weg geht. Also, naja, toll. Einmal hier diesen Weg geht. Dann einmal hier daher, darunter. Ist das richtig? Ja, doch. Daher und da hoch. Okay, passt. Viel Spaß beim Verteilen, liebe Schmuckdame. Und wir brauchen dann noch einen Priester, der für Glauben und Hoffnung sorgt. Dienstleistungen, Priesterabtei. Aber das Ding ist ganz schön breit. Das packen wir da hin. Wird wahrscheinlich dann nicht reichen. Braucht der irgendwas? Nee, der tut ja nur segnen. Der tut ja nichts, der tut ja nur segnen, ne? Schauen wir mal, wie weit das der kann. Ja, schön, wenn sich das ausgeht, aber wahrscheinlich... Ah, doch, geht sich aus, okay. Gott sei Dank. So, haben wir alle drin? Ja. Sehr schön. Verteilt Segen und dasselbe machst du hier auch nochmal. Haben wir zwei Priester, die Segen verteilen. Wunderbar, was will man mehr? Schmuck sehe ich gerade, brauchen wir mehr. Oh nein! Ja, da müsst ihr halt ein bisschen mehr arbeiten. Ich meine, da kann ich auch nichts machen, ja? Müsst ihr mehr arbeiten, ihr Schmuckbauer. Kann ich euch nichts anderes sagen, als dass ihr mehr arbeiten müsst. So. Und wir dürfen Schmuck nicht mehr verkaufen, glaube ich. Oder zumindest, komm, wir verkaufen nur noch 10 Stück Schmuck. Datteln reichen eigentlich relativ gut. Ich glaube, Datteln könnte man dann sogar auf 20 erhöhen. Bei Datteln haben wir echt genug. Wahrscheinlich, ja. Fisch haben wir sowieso genug, aber da können wir nicht mehr verkaufen. Das verkaufen wir nicht. Bier, ja, es sieht eher schlecht aus. Tafeln möchte ich auch noch nicht verkaufen. Und das Zeug, also die rituellen Gegenstände, die wären echt gut. Vielleicht sollte ich da wirklich jetzt mal ein paar rituelle Gegenstände-Type machen. Wo ist denn das? Bücherei? Verwaltung? Wer macht denn rituelle? Wie komme ich denn zu... Ach! Hier, Holzschnitzerei. Moment, und ich muss wie... Wie komme ich zu Papier? Muss ich das wieder importieren? Oder habe ich da jetzt irgendwas nicht kapiert? Ich glaube, das muss ich importieren, oder? Gibt's das? Ich mache da mal so eine Holzschnitzerei. Wer ist denn da drin? Natürlich sind da wieder hochwertige Arbeiter drinnen. So, und dann würde ich sagen, diese rituellen Gegenstände kommen da rein. Ich lasse den einfach mal arbeiten da ein bisschen. So, machen wir so. Aber wo bekomme ich jetzt Papier? Muss ich Papier wirklich... Ah, das muss ich... Oh, ich habe hier Memphis immer noch nicht angezogen, sehe ich gerade. Puh, also ich muss Memphis hier begeistern mit viel Schmuck oder so. Oder 30 rituelle Gegenstände. Ich glaube, das machen wir mit rituellen Gegenständen, weil Schmuck brauche ich leider selber. So, wie sieht's aus? Schmuck ist ja eher weniger. Aber zumindest Fisch und Datteln sieht gut aus. Ja, Fisch können wir auf jeden Fall herschenken, aber Schmuck ist ein bisschen wenig. Ja gut, die rituellen Gegenstände und Papier, das wird halt dann echt noch schwierig. Gut, wobei ich das beides erhandeln muss, also so schwierig ist das gar nicht. Nur das Problem ist eher,
Ja, da muss ich dann auf eins von diesen Dingen zum Handeln verzichten. Werden wir wahrscheinlich eher auf Fisch verzichten, glaube ich. Wobei Fisch kann ich am ehesten selber machen. Oder ich Teile einlagere, das geht natürlich auch. Also hier statt den, da machen wir da eben Papier und jeweils nur 18. Also 16 und 20 machen wir so. Teilen wir uns da ein Lager, weil das müssen wir ja sowieso bauen dann. Der eine wird wahrscheinlich dann nicht reichen. So, wir können uns jetzt auf jeden Fall Memphis schon mal erkaufen. Wir kaufen uns Memphis. So, was, da können wir Papier importieren. Rituelle Gegenstände für teuer verkaufen. Gut, also Papier mal importieren, das passt. Machen wir gleich mal. Wo haben wir das jetzt? Haben wir gesagt, hier, ne? Aber wobei dieses Importierzeug, ich glaube eher, dass ich hier... Also ganz ehrlich... Na gut, wir haben jetzt voll viel Bier, sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir lassen den Dattel-Export einfach bleiben. Wir lassen den Dattel-Export bleiben. Hätte ich gesagt. So, dann gibt es halt keine Dattel mehr zum Exportieren. Also jetzt noch einmal, damit das Lager leer wird. So, wird das Lager dann bitte leer? Ja, gut, jetzt. So. Dann lassen wir einen Dattel-Export und ich würde sagen, dann kommt da doch Bier, Papier vollständig hin. So, und da kommt dann Papier weg. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt natürlich hier drin ist. Müssen wir mal schauen, wo haben wir denn da? Wo war denn das? Bücherei. Stellt zur Verfügung. Okay. Oh. Ich weiß nicht, was ich nicht erfüllt habe, aber keine Ahnung. Boah, das ist halt auch wieder riesig. Gut, ganz ehrlich, das muss ich ja nicht da unten hinbauen. Die bauen wir da hin. Wahrscheinlich ist das eh so. Ja, klar, muss ich ja sowieso so machen. Idiot. So, dann kommt da ein Lager hin. So, ja komm. Nicht die teure Straße. Reicht die billige Straße auch. Ja, komm, jetzt hat sich hier der Weg wieder überall geändert. Ist ja okay. Ist dein Weg eh auch noch... Der richtige, ja, passt. So, gut. Stellen wir mal ein. Wir müssen jetzt sowieso eine Karawane einstellen, die auf jeden Fall hier... Moment, das machen wir so. Fangen wir von hinten an. Die Papier holt. Und zwar jetzt erstmal von da. Nach... Da. So, da kommt Papier... Moment. Papier ran und wird export, also ausgelagert und da drüben wird Papier eingelagert, also eingezogen. Das passt gut so. Ja, aber zuerst mal nur, damit wir das Lager leer räumen. So. Schauen mal, ob wir das schaffen. Wo ist die Karawane? Ja, wunderbar. So, und jetzt kommt Papier weg. Und dann stellen wir auch die Karawane gleich um. So, du gehst jetzt von da nach da. Passt, okay. Passt, sitzt und hat Luft. So, und da wird eingelagert. Und die rituellen Gegenstände müssen wir wahrscheinlich über den Markt verteilen, oder? Ja, habe ich mir fast gedacht. Gut, dann machen wir da noch so einen Markt, ist ja okay. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Verdammt! Super. Das war jetzt ein bisschen doof. Was hat die verteilt? Schmuck. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht gut. So. Ja, es tut mir ja leid. So. Also dann bitte so. Gott, wie blöd. Wie blöd von mir. Ich wollte eigentlich kopieren. Und ich habe es natürlich wieder ausgeschnitten. Ich honk. So, dann kommen da dann diese babylonischen Relikte her. Die dann hier über diesen Markt verteilt werden. Aber jetzt erstmal, na gut, könnten wir eigentlich gleich mal auf die Reise schicken. Das ist nur die Frage. Ja komm, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da so viel brauchen von dem. So,
Zack, und da entladen. So. Ja, natürlich haben wir da wieder die Einladefunktionalität nicht richtig gemacht. So, jetzt ist nur die Frage, ich möchte das jetzt echt ein bisschen im Blick behalten. Ich habe keine Ziegel, es tut mir leid. So, wir haben Bier. Ja, es wird mir zu wenig verteilt. Fehlende Ressourcen. Was? Warum? Ach Gott, wir... Hä? Wir haben doch hier, die ganzen Bierlager sind voll okay. Wir brauchen eine zweite Bierkarawane. Wir brauchen eine zweite Bierkarawane. Ja, da haben wir natürlich jetzt genau den Scheiß, den ich, die Schande, die ich nicht haben wollte. Nämlich, dass das wieder vermischt wird. So, machen wir einmal da und einmal... Wo sind die Tafeln? Da. So, genau. Dann kommt der Tafeltyp da weg. Und wir machen da einen neuen Biertyp, der einfach dieselbe Route wie der macht. So. Damit der Bierstrom nicht abzureißen droht. Gut. Also das, muss ich sagen, sieht ganz, ganz formidabel aus hier. Ausnahmsweise mal sind die armen Viertel richtig gut bedient bis auf die Tafeln. Weil wir echt, ja, weiß ich nicht. Wir machen zu wenig, ne? Ja. So. Machen wir so. Dann kommt da auch noch ein neuer Arbeiter dazu. So. Und hier, das gefällt mir so gar nicht, ja. Muss ich leider umstellen. Diese Unordnung. Ich meine, ich verstehe es, dass man sich da die Slots richtig einteilt alles, aber das, ich mag diese Unordnung nicht. So, jetzt ist nur die Frage, Lehm haben wir jetzt hier, ja, weiß ich nicht, wird jetzt fast zu wenig, befürchte ich. 9 von 10, 0 von 10, 0 von 10, 0, 9, 0, okay. Also Lehm haben wir definitiv zu wenig. Jetzt, das bedeutet, wir werden da dann doch nochmal eine Lehmstraße machen, so. Arbeiter haben wir eh genug. Ja, doch. 24, 23. Machen wir mal 3. Weil vielleicht... Oder nee, komm, wir machen mal nur 2. Weil wir sehen es eh, wie es dann ausreicht. Wir brauchen ja später, wenn wir dann das Monument machen, brauchen wir auch noch welche. So, ich hoffe, die Lehmgruben, genau, die kommen dann eh hier. Also ich hoffe, das teilt sich dann so auf, dass die vernünftig hier sich aufteilen. Also Bier muss definitiv genug da sein. Genau, die verteilen da brav, die verteilen hier auch brav, die verteilen da auch brav, das passt gut. Ja, schön floriert alles, hätte ich gesagt. Bis auf die Tafeln, die sind halt ein bisschen tafelig, ja. Haben wir ein bisschen zu wenig. Aber gut. Ja, und vielleicht, wir könnten da vielleicht noch so eine Lane noch dazu machen. Müssen wir schauen, wie sich das ausgeht dann mit den Einwohnern. Oh, und ich sehe gerade, okay, die Dinger, die wären auch da, aber ich weiß nicht, ob das jetzt klug ist, das jetzt schon zu aktivieren. Weil ich weiß nicht, ob das genug ist. Gut, wir könnten mal schauen, ich packe da einfach mal so eine Verteilerin rein. So. Einmal da runter, dann einmal daher, dann einmal... Also ganz runter, so, dann einmal da und einmal da. So, viel Spaß. Haben wir jetzt eigentlich da überall 2 Verteiler, ne? Ne, Schmuck kann man nur einen. Gut, aber Schmuck, glaube ich, ist eh nach wie vor noch ein Problem. Verkaufe ich Schmuck noch? Nee, oder? Naja, doch, ein bisschen verkaufe ich noch, aber das sollte ja trotzdem kein Problem sein. Im schlimmsten Fall mache ich da vielleicht noch einen Schmucktypen hin. Wichtig ist nur, dass der Kupfernachschub gesichert ist. Es kann natürlich sein, das könnte ich eigentlich auch teuer exportieren. Was kostet das Zeug beim Import? Komm, wir könnten das in Memphis importieren.
Da kostet es nicht zu viel. So. Memphis. Ey, die könnte ich ja richtig teuer verkaufen. Also wenn ich da dann sage, okay, ich verkaufe da 30 von denen. Ja, ich habe leider keinen Schmuck, es tut mir leid. Aber ich befürchte, oder ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall dann noch 2, 3 von denen brauchen. Ja, machen wir mal 3. So, das müsste aber ausreichend sein, oder? Arbeitermäßig geht sich's noch so gerade so aus, aber recht viel mehr möchte ich da jetzt nicht mehr reinpacken. Weil ich muss natürlich schon aufpassen, dass das Ganze, dass ich mir das finanziell leisten kann. Was importiere ich jetzt eigentlich? Ich importiere nur das Kupfer, das Elfenbein und das Papier. Also nur unter Anführungszeichen, ist eh genug. Und exportieren, gut, ich ein paar rituelle Sachen. Tafeln könnte ich exportieren, will ich aber nicht. Bier, ja, Bier, ah, weiß nicht, ne? Schmuck. Ja, ich glaube, ich befürchte, ich brauche den, oder weißt du was, ich packe das jetzt mal weg. Wir sehen eh, wenn das Geld weniger wird, dann darf ich eben nicht mehr Schmuck exportieren. So. Witzig, dass die Fische jetzt wirklich irgendwie nicht mehr überladen sind, sondern eher so, weiß ich nicht, gerade so, dass sich's ausgeht. So, und das habe ich fast befürchtet, dass die natürlich jetzt, ja... Gut, das kann noch ein bisschen dauern, aber ich habe echt, du wirst mich doch verarschen, ich habe zu wenig Fisch. Ernsthaft? Arbeitet, so. Gut. Ich meine, ich habe noch genügend solche Arbeiter, das sollte also kein Problem darstellen. Also einmal drehen, dann machen wir eben da noch. So. Machen wir eben so, ne? Dann sollte das Problem auch gelöst sein. So, wie sieht die Sache da oben aus? Wir haben genügend Bier, wir haben genügend Milch, wir haben genügend Brot, wir haben genügend Krüge, wir haben nicht genügend Tafeln, das weiß ich. Wobei es jetzt wirklich an der Tafelverteilung liegt. Das bedeutet, wir machen da einfach noch so einen Typen, der da einfach da dann die Route nach oben geht, da nach unten, dann so, dann so, dann so, dann so und dann so. So. Ja, es wird nicht wieder passieren, es tut mir so leid. So, die kommen da eh hoffentlich ran. Gut, ich meine, ich muss da natürlich eine Abkürzung machen, sonst brauche ich mich nicht wundern, dass das alles doppelt und dreifach dauert. Kommst du da noch ran? Ja, passt, okay. Gut, dann sollte das Thema mit den Tafeln auch erledigt sein. Wasser habe ich jetzt noch nicht geguckt. Wasser haben die schon noch genug alle, oder? Ja, doch. Also ich glaube, diese Siedlung, die sieht eigentlich echt ganz brauchbar aus, hätte ich gesagt. Sondern ich merke gerade, ich brauche 32, 15, 15, 20, 25, 30. Okay, ich habe definitiv über 32. Und ich glaube, ich muss jetzt einen Tempel bauen. Einen Tempel. Nee, einen fertigen Tempel. So, danke. Er kommt dann, oder wo kommt der ran? Ja, komm, dann bauen wir da ran. Auch wenn da sehr viel fruchtbarer Boden ist. Ist mir jetzt egal. Oder wir machen das so. Okay, da sind Dattelpalmen drin, da geht's nicht. Ja, gut, hilft dir nichts. Na, mach mal daran. So, der Tempel, wir kommen, das Arbeitslager kommt dahin. Und dann müssen wir offensichtlich noch ein paar, also so Ziegelhütten bauen. Ziegelei. Mach mal 3. So, dann kommt da. Ja, komm, pack mal einfach das Lager da direkt rein. Nein, nee, stopp, nicht. Weg. Ah, wie die sofort wieder Sachen reinschmeißen würden. Boah, das ist halt echt ein bisschen, weiß ich nicht. Nein, nicht alles. Ich trottel. So. Einladen. Es liegt schon wieder Lehm drin. Und ausladen. Also einladen da. Und dann würde ich sagen, ja, darf da so ein Ziegeltyp. Ja, komm, mach mal da, ist egal. Sollte alles ausreichen. Du gehst von da nach... damit das Monument gebaut wird. So, Schmuck geht so halbwegs. Fisch passt gut. Datteln passt gut. Rituelle Ritzgegenstände haben wir gar keine. Also das ist echt, da glaube ich, haben wir ein Problem. Mit den. Aber warum eigentlich? Die arbeiten alle Vollgas. Ist das, weil ich da jetzt mehr verkaufe als... Ja, Papier können wir sofort senden, weil da haben wir genug. Aber ich verkaufe doch da nur... Na ja, gut, 30 ist schon. Ja, machen wir lieber nur 10, hätte ich gesagt, ne? 10.
ich habe genügend finanzielle Reserven, dass ich das eine Zeit lang aushalte, so hätte ich gesagt. So, und ich weiß nicht, ob es klug ist, aber wir könnten natürlich dann hier... Komm, ich könnte die Route zumindest schon mal setzen. So, einmal da runter, dann einmal da runter. Einmal da hoch. So, die Route wäre gesetzt. Aber ich weiß nicht, ob das klug ist, das jetzt schon zu aktivieren. Weil ich irgendwie, da muss ich zuerst wirklich, glaube ich, schauen, dass ich das mit dem Schmuck in den Griff bekomme. Also Datteln und Fisch, ja gut, aber wir, ja Schmuck, wir haben schon eigentlich ausreichend. Aber warum sind da jetzt so wenig Tafeln? Da arbeitet ihr schon wieder zu wenig. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier muss mehr gearbeitet werden. Gut, weißt du was, wir können da in der Ziegelei ja auch noch mehr Leute anstellen, damit das etwas schneller geht. Weil normales Volk haben wir mehr als genug. Ja, man sieht ja, die sind, boah, das ist ja richtig cool. Die sind ja jetzt richtig voll entwickelt. Boah, das finde ich toll. Stimmt nur, ich bekomme ja auch Steuern. Das habe ich immer vergessen, dass ich ja nicht nur, ich bekomme ja auch Steuern. Stimmt, von Leute, die... Moment, was heißt das? Angestellte zahlt... Ach Gott, mal Faktor Gehalt pro Angestellter aus der jeweiligen sozialen Klasse. Hä? Was? Toll. Gut, also irgendwie, die Schätzung ist minus 2300, aber aktuelles Jahr haben wir schon 2400 plus gemacht. Ja, das ist also das, ja. Gut, weil ich beim Handel natürlich da voll sage, ich brauche viel Kupfer, brauche ich ja aber nicht. Und irgendwie ist hier alles voll. Und das verstehe ich irgendwie nicht, dass die so langsam sind. Also das ist definitiv ein Problem. Komme ich da eigentlich noch hoch, wenn ich da jetzt sage, die da? Das müsste sich ja noch ausgehen, ne? Dann machen wir eben nochmal drei von denen. Ist ja egal. Ich habe genügend Leute. Momentan ist es echt kein Problem. So. Weil dann kann ich nämlich die Dinge auch verkaufen, weil die sind wirklich am gewinnbringendsten fast, kann man sagen. So, und Schmuck. Ja, vielleicht sollte ich doch hier den Schmuckreisenden doch eher... auch doppelt schicken. Ich glaube, Schmuck ist noch eins dieser Dinger, die wir dringend brauchen. Nein, ich traue mich das immer noch nicht aktivieren, weil wir immer noch zu wenig Schmuck haben. Und in Wirklichkeit auch zu wenig rituelle Gegenstände, obwohl ich die momentan noch nicht mal brauche. Ja? Das ist ja das Bittere dran. Aber die Leute natürlich, die schon voll nutzen. Gut, aber das müssten jetzt eigentlich genug sein. Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass ich wirklich da... Ja. Ich muss da eine weitere Karawane machen, die sich um das Papier kümmert. Ich glaube wirklich, dass mittlerweile einzelne Karawanen einfach nicht mehr reichen für diesen langen Weg. Da mache ich lieber zwei. So. Gut, die Papier. Wo? Oh ja, da kommen. Da können sie schon verlassen. Aber warum? Wegen Schmuck, oder? Ja. Ja, und rituelle Dinge ist sowieso immer ein Problem. Aber was ich eigentlich machen wollte, ich wollte hier den da wegreißen und da dann dafür ein paar Schnitzereien noch machen. So. Und wir schauen. Gut, wahrscheinlich müssen wir hier die Schmuckverteilung auch optimieren, dass wir da eine zweite Schmuckverteilungsdame nehmen. So. Genauso wie wir hier eine zweite babylonische Ritualsteinverteilungen machen. So, dann haben wir nämlich von jedem zwei, das sollte reichen. Hier im Priesterabtei haben wir auch zwei und da... Ja komm, dann stellen wir eben hier so und du kommst weg und du machst hier den noch. Ich bin gespannt, ob das reicht, ja. Ich möchte die Bücherei aber immer noch nicht aktivieren. So, juhu, wir haben 10.000 Leute. Hä? Was ist da? Ach so, weil ich... Jetzt dachte ich mir schon, was ist denn jetzt passiert? Hilfe, mein Tempel ist weg. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, der Tempel ist auf einmal weg.
So, okay, jetzt sieht es aber eher so aus, als würden wir hier Probleme mit der Versorgung von... ja, wobei haben wir eigentlich trotzdem noch genug. Sind die alle brav? Fehlende Rohstoffe, okay. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir mehr Elfenbein einkaufen. Ja, hilft nichts. Müssen wir mehr einkaufen. Damit die auf jeden Fall alle was zu tun haben. Gut, das können wir schicken. Girsu, ja, 15 Einheiten von rituellen Gegenständen brauche ich zwar selber ganz, ganz dringend, aber naja. Huch, Pause wollte ich nicht drücken. So, das sieht halbwegs gut aus, das sieht halbwegs gut aus, das sieht... Ja, puh, oh, Krüge. Was ist da los? Lehmgruben, was ist da los? Fehlende Rohstoffe. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so. So. Fehlende Rohstoffe ist nicht gut. Aber ich muss so aufpassen, weil das kann ja dann wieder so schnell gehen, dass auf einmal macht's Klatsch und dann ist wieder alles im Eimer. Ihr wisst ja, wie das letztes Mal lief. Ja, ich merke gerade. Verdammt. Moment. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen deaktivieren hier. Ja, die entwickeln sich schon zurück. Oh nein. Scheiße. Verkaufe ich noch Tonkrüge? Nee, verkaufe ich ja eh hoffentlich nicht mehr, oder? Nein, bitte nicht. Also, konnte ich nie verkaufen. Okay. Boah, das wäre jetzt ja richtig schäbig. So, die arbeiten, die arbeiten, die arbeiten, die arbeiten und die arbeiten. Ja, sieht hoffentlich jetzt wieder besser aus. Puh, das war knapp. So, kommen wir wieder zurück. Boah, verdammt, verdammt. Ja, da muss ich wirklich aufpassen, dass die Dinge nicht abreißen. Ich sag mal, weil die Tafelstufe wär okay, die letzte Stufe, ne? Also die Bier- und Tafelstufe, weil das nicht so tragisch ist, wenn da die Dreierstufe auf einmal wegbricht und dann keiner mehr, dass die dann auf Stufe... Guck mal, wir haben echt Häuserstufe 2, ich glaub's nicht. 1 wahrscheinlich noch, oder? Nee, 16. Steht da irgendwo? Ja gut, da, denen fehlt es wirklich an Krügen, Tonkrügen, ne? Gut, aber zumindest da haben wir jetzt wieder ein bisschen was im Puffer, also das sollte kein Problem sein. Puh, ja, aber das war jetzt durchaus knapp. So, komm, dann müssen wir das wieder aktivieren. Dann machen wir ihm da noch eine Lehmgrube. Das Problem ist ja, ich kann denen ja nicht sagen, wo die den Lehm hernehmen sollen. Weil die Lehmgruben sind alle voll. Aber es kann ja genauso gut sein, dass die das Zeug von da unten holen, ne? So, arbeitet alles brav, das passt. Puh, ja, das war jetzt knapp. Das wäre beinahe im Chaos geendet und in großer Katastrophe. Sind ja immer noch. Okay, jetzt fehlen Tafeln. Na toll. Genau, die sollten jetzt eigentlich wieder. Genau, die haben definitiv genügend Lehm. Ja, das sollte reichen. Also, das muss ich jetzt nur mal wieder entwickeln. Ich mache mal 12-fache Geschwindigkeit. So, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, offensichtlich, die Tafeln sind immer noch problematisch. Können wir senden, ist okay. Aber es sind nur mehr noch die Tafeln, oder? Genau, das passt. So, was haben wir dann noch hier? Bier passt auch ganz gut, Brot passt auch ganz gut und Wasser, gehe ich mal davon aus, passt auch ganz gut. Ja, schön. Also es sind wirklich nur mehr noch die Schreibtafeln, aber das kriegen wir auch gebacken, glaube ich. Muss ich nur noch eine Tafelei machen. Das Gute ist ja, ich habe ja eh in Wirklichkeit genügend Lehmgruben. Hoffe ich zumindest. Komm, bauen wir eben noch eine ran, ist ja okay. So.
Da natürlich auch Vollbesetzung. Das Gute ist, ich habe echt genügend Mitarbeiter. Ja, wobei, die werden schon wieder etwas knapp. Und ich glaube, ich kann trotzdem einen Fischerhafen hier deaktivieren. Oder weißt du was, machen wir da. Deaktivieren wir mal. Zack, voller Speicher. Sind ja alle voll. So. Wie sieht es jetzt aus? Werden die Tafeln mehr? Ah, ich weiß nicht. Könnt ihr vielleicht ein bisschen schneller machen? Aber ihr seid schon. Genau, die sind voll. Also sie sind auf jeden Fall alle voll. Gut, aber die Häuser, ja, jetzt sind sie gut entwickelt, hätte ich gesagt. Ja, komm, das passt schon diesmal. Okay, gut, also ich glaube, mit denen, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Der Tempel ist auch am Entstehen. Sondern hier verteile ich immer noch rituelle Sachen. Weißt du was, jetzt aktivieren wir das Ding mal. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Oh, guck mal, lauter Villen. Sehr schön. So. Bin ich gespannt, ob das ausreicht. Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Leute, wo? Ja, Fisch können wir schicken. Gut, die haben jetzt... Okay, jetzt fehlt es natürlich... Ach, du wirst mich doch verarschen. Jetzt fehlt es an Fisch. Ernsthaft? Nee. Fisch sind da. Datteln sind da. Schmuck ist da. Das Zeug ist da. Das Zeug brauchen wir nicht. Aber wir brauchen hier diese Passivgegenstände. Priester. Okay, ich wusste es, dass da ein bisschen zu wenig ist. Und Segen haben wir aber genug. Okay, wir haben zu wenig, weil zu wenig Papier da ist, oder was? Brauchen wir vielleicht doch eine zweite Papierkarawane, oder? Liegt es an dem? Oder bekomme ich einfach zu wenig Papier rangeliefert? Ne, Papier ist voll. So. Ja gut, die verlassen, weil... Ja, es ist halt wirklich deshalb, ne? Also die Papierzufuhr, das ist echt ein Problem. Aber da kann ich auch nichts dagegen machen. Ich meine, ich könnte maximal... Gut, die haben ja jetzt nicht mal voll gefüllt. Doch, jetzt ist es wieder voll. Ich könnte natürlich maximal sagen, dass ich da ein zweites Lager... Wobei, naja, komm. Das passt schon. Das ist voll. Das haut schon hin, so. So. Das ist schon okay, so hätte ich gesagt. Ja, komm, das ist jetzt voll. Super. Fisch haben wir genügend, Datteln haben wir genügend, Schmuck haben wir genügend. Was so gut ist, ist meinen Leuten noch nie gegangen. Also bitte. Und Geld wird auch mehr statt weniger. Gut, dann kann ich vielleicht jetzt doch einfach mal hier wieder ein bisschen aktivieren. Damit der Tempel schnell gebaut wird. So. Brauchen wir jetzt... In Wirklichkeit kann ich jetzt noch voll arg handeln, weil ich, wie gesagt, ich habe genügend Geld. Also ich kann hier auf jeden Fall Kupfer importieren, wir sowieso massenhaft. Und das Zeug kann ich eigentlich auch massenhaft importieren, mache ich eh. Okay, gut. Exportiere ich eigentlich noch Bier? Gut, ich könnte ein bisschen mehr Bier exportieren, glaube ich. Oh. So, damit der Prestige ein bisschen steigt. Wahnsinn, 60% Arbeitslosenquote bei den wohlhabenden Menschen. Gut, dann werden wir vielleicht ein bisschen Bierbrauer einstellen. So. Kommst du da noch zum Lager ran eigentlich? Ja. Ja, dann verkaufen wir echt mehr Bier. Wie es aussieht, haben wir da sowieso einen absoluten Überfluss an Bier. Dann können wir das auch echt verkaufen. Ja. Also komm, Bier. Was? Wir verkaufen einfach alles, was wir haben. Passt schon. So. Schauen wir mal, wie sich das Bier entwickelt. Ja komm, das ist ja trotzdem noch richtig hoch. Oh, und ich sehe gerade, wir haben sogar jetzt schon genügend Ansehen, obwohl der Tempel noch nicht fertig ist. Es muss nur mehr noch der Tempel fertig gemacht werden. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Für uns, hätte ich gesagt. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja, sieht gut aus, ne? Bier und unser... Alter, unser Geld. Wow.
Also so gut hat es ehrlich gesagt noch nie funktioniert. Die Mission hätte ich wahrscheinlich auch auf normal geschafft, weil wir hätten sogar da oben noch ein bisschen Bauplatz. Ja, es passt gut so. Naja, also es geht dem Ende zu. Jetzt würde mich nur interessieren, wie kommt es euch denn vor? Sollen wir die nächste Mission hier noch machen oder sparen wir uns die für eine Season 2 auf? Ich meine, es macht mir schon noch irrsinnig Spaß, das Spiel, aber es ist halt trotzdem irgendwie... Ja, es ist halt trotzdem irgendwie so limitiert auch manchmal, ja, also, puh, ich weiß nicht. Ich meine, grundsätzlich können wir auf jeden Fall noch weitermachen, ja, habe ich jetzt überhaupt kein Problem damit. Aber wenn ihr sagt, okay, ja, komm, jetzt haben wir vorerst mal genug von dem gesehen, dann können wir uns auch was Neues ansehen oder vielleicht eine Season 2 von etwas anderem. Was habe ich jetzt gemacht? Von einem anderen Spiel, das wir schon hatten zum Beispiel, ja, das würde auch gehen. So, ich mache jetzt mal ganz kurz ein paar Dekorationsfelder. So. Das würde natürlich auch gehen. Müsst ihr mir sagen, wie es euch vorkommt. Wollt ihr hier dann die nächste Mission noch sehen? Oder... Weil ich bin jetzt mal so optimistisch, dass ich das jetzt auf jeden Fall schaffe. Oder wollt ihr vielleicht doch auch was anderes dann... Ist ja schon wieder der. Na egal, machen wir so. Passt schon. Oder wollt ihr vielleicht dann doch ein anderes Season-Let's Play sehen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie euch das vorkommt. So, wird jetzt doch Bier knapp? Nee, Bier wird nicht knapp. Bier wird nie knapp. Wir haben sehr viel Bier. So, wann wird das Monument endlich fertig? Wir brauchen mehr Ziegel. Ihr müsst mehr Ziegel produzieren, Leute. Es geht so nicht. Wir brauchen mehr Ziegel. So, machen wir noch eine Lehmgrube. Wir haben ja genügend Arbeiter. Gut, 13, es wird knapp. So, go. Dum, 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 dum. Alles grün. So, okay. Jo, und wir haben die Mission abgeschlossen. Sehr schön. Ja, das soll es, wie gesagt, für heute gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir die Mission so gut gemacht haben. Liegt wahrscheinlich auch an dem leichten Schwierigkeitsgrad. Wobei, einmal ganz kurz war es doch knapp. Ja, das, also da, wo uns die Tonkrüge fast ausgegangen wären, das war schon echt kurz vor Ende quasi. Gut. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir noch eine Mission machen oder wenn ihr ein anderes Spiel wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Für mich ist beides in Ordnung. So, in dem Sinn, danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Ich mache da trotzdem Fortsetzen. Tschüss.